Vor Jahren kehrte eine Gruppe ehemaliger Studenten in ihre alte Universitätsstadt zurück, um ihren pensionierten Professor zu besuchen. Alle waren erfolgreich, mit hochbezahlten Jobs und beeindruckenden Karrieren. Doch unter der Oberfläche brodelte eine Unzufriedenheit. Angekommen im gemütlichen Haus des Professors, wurden sie herzlich empfangen. "Es ist wunderbar, euch alle nach so langer Zeit zu sehen", strahlte der Professor. "Wie läuft euer Leben?" Ein Student seufzte. "Ich verdiene zwar viel Geld, aber mein Leben fühlt sich festgefahren an. Die Verantwortung endet nie und ich bin erschöpft." Ein anderer warf ein: "Geht mir genauso. Ich habe ein schönes Auto, aber ich jage immer nach etwas Größerem, einem besseren Modell. Es reicht nie." Ein dritter Student gestand: "Ich habe zwar Geld, aber keine Zeit für meine Familie. Die haben gestern sogar mit Scheidung gedroht." Einer nach dem anderen teilten sie ihre Lasten und enthüllten die Leere unter ihrem materiellen Erfolg. Sie fühlten sich gefangen und sehnten sich nach einer einfacheren Zeit. Der Professor hörte geduldig zu, ein wissendes Lächeln auf den Lippen. Als sie fertig waren, bot er an: "Möchtet ihr alle etwas Kaffee?" Ein Diener trat ein und trug ein Tablett mit nicht zusammenpassenden Tassen. Es gab angeschlagene Keramik, unpassende Plastikbecher und sogar ein paar verbeulte Aluminiumtassen. Die Studenten wechselten unbehagliche Blicke. Das war nicht die verschwenderische Umgebung, die sie erwartet hatten. Als der Professor ihre Enttäuschung bemerkte, sprach er sanft: "Vielleicht reichen diese nicht. Bitte bring ordentliche Tassen, Miguel." Der Diener kam zurück, diesmal mit einem Satz Keramikbechern, einige mit kleinen Rissen oder abgebrochenen Kanten. Die Studenten blieben zögerlich. Die Augen des Professors funkelten. "Seid ihr immer noch unzufrieden, meine Studenten?" Ein Student gab zögernd zu: "Ja, Sir, die Tassen." Der Professor unterbrach ihn: "Genau das ist mein Punkt. Ihr habt euch nur auf die Tassen konzentriert, auf die Unvollkommenheiten. Ist keinem von euch das reiche Aroma des Kaffees aufgefallen? Habt ihr nicht daran gedacht, ihn zu kosten und ihn so zu schätzen, wie er ist?" Er fuhr fort: "Das Leben ist wie dieser Kaffee. Ihr wart so darauf fixiert, die perfekte Tasse zu bekommen. Die Beförderung, das größere Haus, das nächste glänzende Objekt, dass ihr nicht angehalten habt, um den Kaffee selbst zu genießen. Eure Beziehungen, eure Gesundheit, die Freude am Leben." Ein Schweigen senkte sich über den Raum. Die Worte des Professors trafen einen Nerv. "Lasst euch nicht von den Unvollkommenheiten der Tasse den Blick auf die guten Dinge in eurem Leben trüben", schloss er ab. "Lernt, den Kaffee zu schätzen und seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Schlaft nachts ruhig in dem Wissen, dass ihr euer Bestes gegeben habt." Die Studenten verließen den Tag mit einer neuen Perspektive. Die Lektion des Professors über die zerbrochenen Tassen blieb ihnen in Erinnerung und erinnerte sie daran, dass wahres Glück nicht in materiellen Besitztümern liegt, sondern darin, die guten Dinge zu schätzen, die sie bereits haben, genau wie das Genießen einer Tasse Kaffee mit allen Unvollkommenheiten. Oft hetzen wir hinter dem her, was wir nicht haben, ein größeres Haus, ein besseres Auto, mehr Geld. Im Gleichnis der Geschichte werden diese Dinge zu den besseren Tassen. Der Professor erinnert uns daran, das zu schätzen, was wir bereits besitzen, unsere Gesundheit, Beziehungen und die einfachen Freuden des Lebens. Das ist der gute Kaffee, den wir genießen sollten. Die zerbrochenen Tassen symbolisieren die unvermeidlichen Unvollkommenheiten des Lebens. Wir haben vielleicht einen stressigen Job, eine angeschlagene Tasse oder eine nicht ganz perfekte Situation. Aber das sollte uns nicht daran hindern, die guten Dinge zu genießen. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie kontrollieren können: Ihre Einstellung und Perspektive. Die Studenten waren erfolgreich, aber unglücklich. Sie sehnten sich nach mehr. Der Professor ermutigt uns, Zufriedenheit mit dem zu finden, was wir haben. Das bedeutet nicht, sich zufrieden zu geben, sondern das Erreichte zu schätzen und Freude am gegenwärtigen Moment zu finden. Die Studenten waren so damit beschäftigt, dem Erfolg hinterherzujagen, dass sie ihre Familien und ihre Gesundheit vernachlässigten. Die Geschichte erinnert uns daran, eine Balance zwischen Arbeit, Privatleben und der Sorge um uns selbst zu finden. Wenn du denkst, dass dieses Video hilfreich für dein Leben ist, dann bitte liken und abonnieren. Jeder Like und jedes Abonnement ist nicht nur ein Klick,
sondern ein Schub an Motivation, der meine Leidenschaft antreibt, weiterhin wertvolle Inhalte für dich zu kreieren.